Hallo und herzlich willkommen Leute zu der ersten Folge Clicker Heroes, dem übelsten Suchtespiel, wie mir übelst viele Leute geschrieben haben in der letzten Aufnahme oder nach dem letzten Video. Und ja, das ist der aktuelle Zwischenstand, wo wir hier dabei sind. Und heute haben wir auch noch Musik dabei. Das wollte ich eigentlich letzte Woche schon machen. So, hier schön GEMA-frei. Und dann, ja, schauen wir das Ganze einfach mal so. Und dann hört ihr ein bisschen Musik im Hintergrund. Jetzt ganz chillige Musik. So, und wie ihr seht, habe ich ein bisschen was gemacht seit dem letzten Mal. Nämlich, ich habe einfach ein paar Upgrades gekauft. Habe aber hier nicht weiterlaufen lassen. Und ja, jetzt spiele ich hier mal und versuche manuell hier ein bisschen weiterzumachen. Auf jeden Fall, ich habe ein paar Heroes hier gekauft. Und mir wahrscheinlich, oder die Leute, die es halt auch spielen, vielleicht, die haben vielleicht gemerkt, ja, dass ich sehr, sehr viel Gold bekommen habe, denn das Spiel und das Ganze, was hier läuft, das läuft nämlich einfach weiter, auch wenn man gar nicht drin ist. Und das ist übelst geil, finde ich. Also man kriegt Gold, auch wenn man das Spiel gar nicht spielt. Und deshalb empfehle ich euch, falls ihr auch aktiv seid, bei Clicker Heroes mit Zocken, ja, macht es auf jeden Fall auch so. Ist, oh ja. Wie soll ich das formulieren am besten? Einfach, je mehr man hiervon hat, desto mehr Gold kriegt man hier. Und deshalb macht es zum Beispiel auch Sinn, am Anfang nicht nur in Click Damage zu investieren, sondern allgemein schon auch in DPS. Und wie ihr sehen, wir haben bereits über 2 Millionen Damage, die wir pro Sekunde machen. Sondern ich muss ja immer manuell ein bisschen weiterschalten, weil sonst läuft es ja nicht mehr weiter. So, ich kaufe jetzt auf jeden Fall mal ein paar Upgrades hier. So, sofern das Geld reicht dafür, aber dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich weiß nicht, bis wohin wir heute kommen. Es gibt auch kein System, was ich ansprechen wollte oder so. Auf jeden Fall, ich möchte heute die Skills hier mit euch angucken, denn das sind sogenannte Skills, die da angezeigt werden. Und ja, da gucken wir dann mal noch rein später. So, wir erreichen jetzt erstmal einen Boss von Level 25 und haben dafür ein Achievement bekommen. Sehr geile Sache auf jeden Fall. Ja, ich will ein bisschen mehr DPS. So, wir sind jetzt bei 13% von allen Achievements. Ich würde mal sagen, nach der zweiten Folge ist es auf jeden Fall nicht schlecht. So, wir kriegen ja bereits über 30.000 Gold pro Monster, was wir töten. Auf jeden Fall auch eine starke Leistung. Kann man fast sagen. So, und sehen, ich möchte das gerne noch auf 150 bringen. Weil dann haben wir ja nochmal mehr. Ja, und wir haben jetzt 25. Und irgendwas haben wir jetzt gekriegt, na, oder nicht? Doch, 25 Hue-Upgrades oder sowas. Okay, alles klar. Achso, das sind die Hue-Upgrades, glaube ich, na. Da müssen das sein. So, schauen wir Level weiter zu Level 28. Und einige haben es auch gemerkt, es ist kein Intro oder Outro dabei, jeweils bei Clicker Heroes. Und das ist ganz einfach deshalb der Fall, weil ich das Ganze ja mit OBS aufnehme. Und vor allem, ich habe nur Intros oder Outros für Minecraft. Deshalb wird es sowieso nicht gut passen, wenn ich irgendwie ja, sowas halt reinnehmen würde. Also Minecraft-Intro bei einem Clicker Heroes-Video wird einfach keinen Sinn machen, weil die Spiele irgendwie einfach überhaupt nichts miteinander zu tun haben, finde ich persönlich. Und deshalb gibt es hier halt kein Intro. Oder eben Outro. So, und wir werden auf jeden Fall jetzt gleich mal bei Level 30 dann unsere Skills einsetzen, ja. Skills einsetzen heißt diese beiden, weil das sind die zwei einzigen, die wir bis jetzt haben. Und zwar haben wir hier einmal den Clickstorm, der gibt uns nämlich 10 Klicks pro Sekunde für insgesamt 30 Sekunden auch genau. Und der Cooldown dauert 10 Minuten, das heißt, nach 10 Minuten können wir diesen Skill wiederverwenden in dem Sinn. Und dann haben wir einen Power Surge, der hat auch einen 10 Minuten Countdown und der gibt einfach doppelt so viel DPS, wenn er aktiviert ist. Das heißt, die DPS hier wird sich von 2400 auf irgendwie 4914 ungefähr also einfach verdoppeln halt. Und das dann alles für 30 Sekunden. Und danach geht es wieder 10 Minuten und dann kann man das wiederverwenden. Dafür sind die Skills gedacht. Und ich finde es auf jeden Fall auch eine coole Sache, dass es sowas gibt. So, ich warte jetzt noch schnell auf den, dann können wir das hier noch kaufen. Können natürlich auch, ich weiß nicht, ich setze das einfach mal ein. Man kann die relativ einfach einsetzen, indem man einfach 1 und 2 drückt auf der Tastatur oder auf dem Numpad, funktioniert beides. So, wir machen jetzt 10 Klicks pro Sekunde, plus ich klicke selbst jetzt aktuell noch. Und ja, ich habe mir auch noch in die Kommentare geschrieben, ich soll noch mal ein Tutorial zum Autoklicker machen, also zu dem hier, zack, so. Ich habe gerade das Achievement bekommen dafür.
für mehr als 35 Klicks pro Sekunde eigentlich einen Autokicker schnell abused habe. Also gut, weil ich benutze für mein eigenes, für mein Late Game, einen kleinen Autoklicker. Aber der macht eigentlich nicht mehr sehr, sehr viel Sinn in diesem Late Game, wo ich bereits bin. Das werde ich euch vielleicht einmal zeigen, wenn wir auch mal so weit sind im Late Game. Ich kann euch das mal schnell zeigen. So, ich muss jetzt gucken. Hier. So, zum Beispiel. Das ist mein Late Game gerade. Und ja. Das läuft schon aktuell gerade. Ich habe gerade Ascended vorhin soeben. Aber ja, ist mein Late Game. Habt ihr ja schon mal gesehen, so ein Teil davon. So, dann gehe ich wieder hier rüber. Gut, auf jeden Fall. Können wir auch gleich auf Level 32 mal gehen. Ja, das soll ich jetzt reden. Genau, in Autoklicker. So, und zwar benutze ich den Autoklicker. Moment, Aranien. Hier. Den sogenannten Speed-Autoklicker. So kann ich hier mal reinnehmen. Da kann man einfach aussehen, welche Maustaste man halt autoklicken möchte. Das ist jetzt genau meine Maus, weil ich habe halt wirklich nur linke und rechte Maustaste plus das Mausrad. Mehrere Maustasten habe ich nicht, weil, wie gesagt, ich habe keine Gamer-Maus oder sowas Spezielles. Dann hier kann man dann einstellen, wie viele Klicks pro Sekunde man machen soll. Ich habe es jetzt auf 100 eingestellt. Mehr macht auch gar nicht so viel Sinn, weil mehr kann ClickOS nicht einmal verarbeiten, soviel ich weiß. Klickrad 50%, das heißt, glaube ich, also ist ja erklärt, aber könnt ihr auch selbst durchlesen. Hier könnt ihr dann einfach auswählen, welche Taste ihr drücken müsst. Bei mir ist das der Game Question, das ist OEM Question ist das, glaube ich. Also, keine Ahnung, was das heißt. Auf jeden Fall ist das die Paragraph-Taste auf meiner Tastatur. Das ist die ganz oben links unter der Escape-Taste. Da kann man dann hier selbst einstellen, was man möchte. Da können wir gucken, ob ich das in die Beschreibung packe, den Autoklicker, wenn ihr den auch unbedingt haben wollt. Weil das ist schon ein Vorteil. Also kann echt ein Vorteil sein am Anfang, wenn einfach so schnell und dann läuft's. Aber wie gesagt, ich werde ihn nicht einsetzen hierfür, denn es ist ein Idle Game. Ja, man nennt solche Spiele wie Clicker Heroes Idle Games, weil man sie einfach nur durchlaufen lassen muss und nichts weiteres tun muss dafür im Prinzip. So, und ich werde wahrscheinlich als nächste Folge Clicker Heroes irgendwann dann mal einfach eine Timelapse hochladen, wo ich einfach ein bisschen das durchlaufen lasse, Upgrades kaufe und so weiter. Das haben wir nämlich auch in den Kommentaren geschrieben unter dem letzten Video. So, und ich schaue mal, ob hier irgendwo. Genau, hier. Ich habe 25 kaufen können. So, wir sehen da übrigens auch, wenn man einfach mal so drauf geht, rechts, wie viel Prozent vom insgesamt Schaden der ausmacht. Und wenn ich jetzt einfach hier mal 25 kaufe, dann macht er jetzt 5,8% vom insgesamten Schaden aus, den wir hier halt machen. Wenn ich jetzt das Upgrade kaufe, dann. Achso, das war das Upgrade für die Heroes, genau. Achso, jetzt wurde jetzt von allen geupgradet, genau. Deshalb hat sich das nicht verändert, diese Anzeige. Das ist auch immer wieder ganz hilfreich, auf jeden Fall. Da kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass man das anhat. Das kann man auch in den Einstellungen hier oben und wo aktivieren. Da muss man sich halt mal durchlesen. Auf jeden Fall, ich habe das dann aktiviert. Weil ich persönlich finde, das ja so sinnvoll eigentlich, oder eine sinnvolle Lösung. So, ich würde sagen, hier von Kaffee auch noch gerade ein paar Upgrades und davon und da. Gut, dann genau hier 25 2,5 Millionen brauchen wir hier, können wir hier wieder upgraden und so weiter. So geht es natürlich jetzt immer weiter und ja, das war's von der zweiten Folge, würde ich mal sagen. Wie gesagt, ich werde das nächste Folge wahrscheinlich irgendwie einfach eine Timelapse hochladen von Clicker Heroes, wo ich einfach mal durchspiele, wahrscheinlich irgendwie bis Level 70 oder 80, je nachdem, wie lange es geht. Und ja, kurz an, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst einfach eine positive Wertung da. Wenn ihr denkt, ist kein Minecraft, dann schaut es euch doch gar nicht an. Na. Deshalb zu disliken ist immer scheiße. Ich hoffe, ich habe das eigentlich genug gut oder genug oft erklärt. Aber okay, ich würde sagen, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Tschüssi, peace out.